Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar ist das Kube World Alpha. Was? Nein, willkommen zu Kube World Alpha. Wir sind hier allein mit mir und wir zocken jetzt dieses Let's Play. Eigentlich war ja geplant, den Wolke und den Vendetta hier mit reinzuholen in das Let's Play. Wir hatten sogar schon Aufnahmen gemacht. Ja, Vendetta und ich und der Wolke und ich. Das Problem an der Sache ist, die beiden haben so unregelmäßig im Moment Zeit und das ist ja eigentlich hier der Kanal, dieses Let's Play, was wir hier führen, das ist ja eigentlich jetzt ein Ausgleich dafür, dass der Wolke im Moment nicht da ist. Die letzten paar Monate hat er nicht so viel Zeit und wir werden nach diesem Let's Play höchstwahrscheinlich dann wieder ein gemeinsames Let's Play zustatten bringen. Wenn er seine Ausbildung beginnt, hat er dann wieder mehr Zeit. Bis jetzt ist alles ein bisschen stressig für ihn und ich möchte ihn da auch nicht weiter auf die Nerven gehen, deswegen mache ich das jetzt so. Der wird eventuell dann ab und zu mal reinkommen, der wird sich dann ganz schön umhören, wenn er erfährt, dass ich das jetzt so gemacht habe. Aber wir starten einfach mal ein Game. Ihr seht schon, ich habe hier meinen Privataccount hier. Und das sind die beiden Accounts, mit denen ich mit den beiden gezockt habe. Die kann ich dann jetzt damit auch. Moment, löschen. Delete Charakter. So, Delete Charakter. Und wir starten einen neuen Charakter. Und ich bin, wie ihr gerade eben schon gesehen habt, sehr gerne der Hau drauf Typ. Und darum werde ich auch wieder den Hau drauf Typ nehmen. Nehme ich den Elf, den Dwarf, den Ork, den Goblin, den Lizard. Ob ich einen Froggy nehme? Nee, das sieht so kopiert aus. Ich weiß nicht, woher ich den Frosch kenne, aber aus irgendwoher kenne ich den. Oh, ich werde sicher, ich nehme das Mädchen. Warrior, Ranger, Mage oder Rouge? Warrior, Ranger, Mage oder Rouge? Wir nehmen den Warrior, das tut gut. Face, dann nehmen wir natürlich braune Augen, weil ich braune Augen habe. Und Haircut kann ich mal gucken, was passt denn da am besten zu mir? War das bei mir die Farbe der Frisur? So, Frisurenfarbe habe ich eigentlich nicht. Und hier so ein helles? Ja, genau, ich bin Puke. Okay, gut, so. Jetzt nehmen wir mal Haircut. Nein. Ja, im Moment vielleicht schon, weil ich mich lange nicht mehr rasiert habe. Nein. So wird es in der Woche wahrscheinlich aussehen. Oh, das sieht natürlich, ja. Okay, das. Allerdings bin ich. Oh. Habe ich eigentlich keine hochgegelten Haare, aber. Ja, perfekt. Ja. Das sieht natürlich auch ganz okay aus. Nehmen wir den. Und dann würde ich sagen, wir nennen uns natürlich Nevergest. Epi. Creed-Charakter. Und wir starten nicht in Cortania, sondern wir starten in einer neuen Welt. Und zwar ist das Tylionas. Tylionas. Och, klingt ganz lustig. Ach nee, Gott, das sieht. Must be a number. Okay. 034, so steht's geschrieben. Was? Ich habe gar nicht übertrieben. Nein, nein. Tyliona. Creeper. Das war bestimmt übelst die perfekte Nummer. Und ich hoffe mal, ich starte nicht in einem Grasland. Oh, ich habe so viel Grasland schon gesehen im Leben. Lands of Gaka. 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 Und da sehe ich schon das erste Spinnennetz. Bam. Geh kaputt. Hui, wir haben Spiel jetzt gesammelt. Und wer das Spiel nicht kennt, ich gehe mal hier in die Perspektive. Wer das Spiel nicht kennt. Und eine Höhle. Ich gehe ganz kurz in die Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Und Eisen findet man hier. Oh, sehr schön. Juhu. Oh, Hilfe. Nein, geh kaputt. Bam. Jawohl, und der erste XP für uns. Wer das Spiel nicht kennt, Cube World ist ein Spiel, das von zwei Menschen entwickelt wurde. Erst war es nur einer, dann kam seine Frau hinzu und kostet im Moment 15 Euro das Stück. Huch, nein, geht tot. Ah, Hilfe. Wir haben Probleme, muss ausgefallen. Sie wollen mein Blut saugen. Meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall, wenn die Alpha sich weiterentwickelt, dann wird das hier ein verdammt geiles, heftiges Spiel. Wenn man hier irgendwann noch bauen kann und so, dann wird das hier richtig geil, vor allem weil ich auf so MMORPGs ja sowieso stehe. MNU, na ja, doch.
ja doch, eigentlich schon. Wenn es im Multiplayer spielen würde, dann schon. So, wir befinden uns jetzt gerade in einer Höhle, die gibt's für mich ja auch. Das sind ganz schön viele. Na, kommt mal her. Wenn ich mit meinem Level 20 Account hier reinrenne, dann mach ich mich mit einem Schlag fertig. Und du auch noch, komm. Ja, wuhu. We are the Champions. So, und ich werde jetzt so einiges erklären. Ich werde einfach mal so komplett neu machen. Es gibt so bestimmte Pflanzen und Items, die muss man erst kaputt schlagen. Es gibt hier den normalen Schlag mit der linken Maustaste. Und wenn man da genug schlägt, sieht, die lädt sich hier was auf. Und das ist dann die rechte Maustaste. Das ist so der Special-Schlag. Da ist ein Busch, drehe ich Holz raus. Und dann gibt es spezielle Items, die zum Beispiel Blumen, die wachsen hier rum, die kannst du eher einfach aufheben. Mit R kann man mit den meisten Dingen interagieren. Und dann gibt es halt noch ganz viele verschiedene Tricks. Mit B kannst du dich ausrüsten, hier hast du dein Inventar. Ja, im Moment eine 8 Damage und eine 5 HP Keule. Wir haben hier oben immer noch Schwerter. Die haben da noch ein bisschen mehr HP. Das wäre dann natürlich dann die HP-Variante, aber ich würde lieben gern Damage machen statt HP. Bin ich nämlich ein Freund von. So, später kriegen wir dann noch Spezialattacken dazu. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal auf die Map. Ja, was ist denn da hinten? Warte mal, da hinten ist ein froschgesichtiges Menschenvieh. Eventuell ist das böse. Es gibt nämlich feindliche und freundliche NPCs. Also freundlich, okay. Der hilft uns dann, der freundliche, wenn wir in seiner Nähe was kaputt machen. Und feindlich. Oh, das ist schon wieder eine Höhle. Feindliche kann man angreifen. Wenn man nämlich normale Tiere blättet, wie zum Beispiel die Flittermaus gerade, oder Monstren, würde ich mal eher sagen, kann man XP sammeln. Wenn man Menschen und sowas tötet oder Zombies oder was weiß ich, was es hier alles gibt, dann kann man da auch anderes sammeln. Zum Beispiel Geld, was man hier braucht, um sich neue Waffen kaufen. So, dann töte ich mal hier die ganzen Hasen. Das sind echte Killerkanickel, da brauche ich ein bisschen länger. So, der auch tot. Ich habe doch gerade hier oben Geräusche gehört. Warte mal, ich geh mal hier rein. Hier war doch eine Höhle gerade, gell? Genau. Juhu! Lass mich in Ruhe! Meine Rohstoffe! Juhu! Meins, meins, alles meins! Niemand bekommt mich! Lasst mich! Ja, das wird dann so lange gehen, bis der Wolke zu mir sagt, ey du, Digga, ich hab Zeit, wir können das neue Let's Play aufnehmen. Und so lange wird das Let's Play dann hier gehen, nach The Whispered World, was gerade vorbeigegangen ist mit einem epischen Endtakt. Und nun beginnen wir uns in die blockige Welt. Och, guck mal, ein Dorf. Das wollte ich eigentlich nachher suchen. Siehst du mal, das Dorf. Hier sieht man, es sind so Special Orte. Special Orge. Orks gibt es übrigens auch, die sind aber verdammt schwer zu klein zu machen. Also die kriege ich mit meinem Level 20 Account gerade so runter. Und dann gehen wir mal hier ins Dorf hinein und gucken mal, was es hier so für uns gibt. Und das hier kann man übrigens, das sind zum Beispiel Pflanzen, die kann man mitnehmen. Wir beklauen die Dorfbewohner einfach mal munter, flockig, fröhlich, wie ich das immer so mache. Das ist ganz normal und typisch für mich. Ich gehe ins Dorf und klaue Ananas vom Feld. Wächst Ananas? Ananas ist doch eine Baumfrucht, oder? Bin ich jetzt vollkommen Banane? Ah, Banane, verstehst du, weil Ananas? Okay, wir können maximal 50 von jedem Item einsammeln, das haben wir gerade gemacht. Und dann schauen wir mal auf die Karte, gehen wir mal, zoomen wir mal ein Stück rein nach Garka City. Ach, wir sind nur am Vorort, okay. Bei diesen IN-Schildern, die ihr seht, in diese Häuser hier, die man reingehen kann. Man kann in alle Häuser reingehen, man kann mit allen interagieren, zum Beispiel R. There's nothing special. There's nothing special. There's nothing special. Ich glaube, da wird dann vielleicht später noch Text eingesetzt, wo jetzt immer There's nothing special steht. Man kann ja mit vielen agieren und kann dann mit den Leuten reden. Bei Innenschildern kann man mit den Leuten reden und die machen dann so ein extrem lautes Geräusch und dann ist wieder auf Null zurückgesetzt die Tageszeit, denn hier gibt es Tag- und Nachtwechsel und nachts ist es hier verdammt dunkel. Darum renne ich gerade immer mit der Lampe rum, seht ihr das? Ich renne immer gerne mit der Lampe rum, ich weiß nicht warum, auch tagsüber mache ich das. Lasst mich in Ruhe! Hier kann man übrigens auch schlafen, das tue ich gleich mal. Lasst mich rein. Lasst mich rein in euer Heim. Bei dem hier ist es oben. Moment, Schlafgemach.
Gemach, Gemach. So, dann schlafen wir mal eine Runde. Und da heilen sich unsere Hitpoints auf, ansonsten müssten wir dafür Tränke oder Essen craften. Das ist alles machbar hier. Und wir haben schon 10 von 50 XP gesammelt. Jetzt bin ich vorzeitig aufgestanden, egal. Egal. Ich brauche meine Hitpoints nicht. Ich mache das hier mit Köpfchen, wenn du verstehst, was ich meine. Mit dem Kopf durch die Wand natürlich. Was auch sonst. Und wir cuben uns hier mal durch die World. Genau, das ist der neue Tanz. Das ist nicht mehr... Der nächste Tanz, der heißt dann Cuben. Es geht dann so... Okay, das war's. Und hier wachsen allerhand Geblüme und Gepilze und die können wir nachher zu essen machen. Die Blumen sind für Health Potions da, die wir auch da hinten haben. Die heilen im Laufen, das ist sehr praktisch. Allerdings gibt es dann auch noch, für die Pilze sind zum Beispiel für Schaschlik dann da, für ein Pilzradieschen-Schaschlik. Das ist äußerst köstlich. Und dann sammeln wir mal 50 Kürbisse ein. Das ist an sich ziemlich sinnlos, weil Kürbisse und, Kürbisse und Ananas bringen nicht viel, wenn man die zu Nahrung macht. Okay, haben wir 50. Aber man kann das verkaufen und da kann man schon mal ein bisschen Geld machen. Human, und der ist stark. Umso roter der Name ist, umso stärker werden die Monster, für uns. Das tut sich allerdings, wenn wir ein höheres Level erreichen, wird der Name dann natürlich weniger rot, aber dann zu orange, dann zu gelblich und dann wird er ganz, dann zu bläulich und dann wird er ganz weiß, wenn er, wenn man mit ein paar Hits platt machen können. Und wir sind im Moment natürlich noch ganz schwach. Hier kann man dann später uns, wenn wir mal was haben sollten, kann man dann hier unsere Skills verbessern. Wir können auf Berserker skillen oder wir können aber auch auf den Defender skillen, den Guardian, den Berserker. Ich skill natürlich auf den Berserker. Das tut sich im Großen und Ganzen nichts nehmen, bloß das eine ist immer halt Hitpoints technisch, glaube ich, besser ausgerüstet. So. Und wir gehen jetzt erstmal ganz munter flockig ins Dorf hinein und kommen in den Adventurer District. Finde ich hier eventuell ein paar Menschen mit Sprechblasen über den Kopf. Die sind... Ach, hier bin ich im Pet District, okay. Die sind nämlich dazu da, uns Quests aufzugeben, durch die wir dann Kohle bekommen. Werde ich einfinden. Ich habe keine Sprechblase, aber könnt trotzdem mal reden mit ihm. My slime is a... The rebel... Was auch immer das heißt. My slime is a rebel. Mein Schleim ist im Hasen. So. Hier können wir zum Beispiel mit die Säge benutzen, hier können wir die... sind down benutzen. Hier kann man die Workbench benutzen. Hier kann man die nix benutzen. Und man kann hier halt viel craften. Man hat ja das Crafting-Menü, das kann man mit C aufrufen. Wir können zum Beispiel im Moment gerade mal eine Iron Mace craften. Die ist nicht besonders stark. Wir könnten eine Chest craften. Wir könnten da, hier könnte man noch was craften. Da und das. Das erhöht sich natürlich mit zusteigenden Level dann, was wir craften können. Und ich würde jetzt gerne hier erstmal mein Holz craften, wenn das denn möglich wäre. Wir können dreimal Holz craften, genau. Dann machen wir das mal hier. Und... Blum. Oh, das siehst du, das eine haben wir sogar zweimal was rausbekommen. Das passiert manchmal. Gibt so ein kleines Glückszufallsprinzip. Und dann gehen wir mal zum Schmied, weil hier kann man nichts machen. Wir sind ein, wir sind ein Warrior. Das heißt, wir brauchen vor allem Eisen, Holz und so ist gar nicht so für uns gedacht. Das ist dann, kann ich mal aufheben für Wolke oder sowas, den wir mitmachen. Wir sind die Leute, die das Eisen brauchen, die die Eisenwaffen benutzen. Darum auf zum Ofen und das ganze Iron-Zeug einschmelzen. So, da brauchen wir nämlich hier unten, Moment, Iron Nugget und können daraus einen Eisenwürfel schmieden. Na dann! Machen wir das ganze 13 Mal, das ist wirklich äußerst spannend. Ich habe noch nie mein Leben etwas Spannenderes gesehen. Ich bin wirklich am Einschlafen und... Oh, wir sind fertig! Oh, okay. So, Moment. Ich glaube, ich habe was anderes gefunden. Ach, siehst du, Emerald kann ich ja noch gar nicht schmieden. Und dann können wir jetzt nämlich hier hingehen und wir können ja einen Chest machen hier, wenn ihr das seht. Dann klicken wir da drauf. Ach, siehst du, können wir noch gar nicht machen. Wir haben noch nicht genug Eisen für das Chest. Ansonsten könnten wir jetzt hier ein Chest machen. Also einen Rucksack. Eigentlich die Kiste. Kiste ist doof, also Rucksack eigentlich. Weil ich meine, wer trägt eine Kiste auf dem Rücken mit sich rum, ne? Ah, das ist einer mit einem Dings. Ah, mit einem Rucksack, so sieht das dann aus. Und der hat dann. Have you already explored the catacombs of
Look if marked the location in your map. Und jetzt können wir hier nämlich in der Mappe haben wir da die Kitty Cat of Durellan. Die Kitty Cat. Ja, die Catacombs of Durellan. Die sind blau, das heißt, die sind eventuell noch ein bisschen zu heavy für uns alleine.